Folge Nummer 9 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und das Ganze im Berchtesgadener Land. Wir hatten letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Ah, wir haben letztes Mal eine Dingens gebaut, sag schon, eine Krankenstation, nee, einen Arzt hatten wir gemacht, der da gelandet ist. Genau, da ist die Arztpraxis. Das hat funktioniert. Wir brauchen aber immer noch wieder, wie wir hier am grünen Balken sehen, Leute, die hier zuziehen. Gucken wir mal gerade nach Wasser hier hinten am Ende. Ist schon fertig. Okay, das bedeutet, wir können da eigentlich auch Zonen setzen. Das würde hier jetzt bedeuten, wir können das so mal machen, oder? Und da auch. Und da auch. Und da auch. Das lassen wir frei, das auch. Alles ist gut, erstmal passt. Hier haben wir dann noch mehr Platz, den wir noch nutzen sollten. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hier weiter arrangieren mit der Straße dann, ne? Das ist aber eine vierspurige Straße, oder wie ist das? Ich hätte Laternen in der Mitte. Ich hätte gerne eine mit Bäumen gehabt. Bis dahin, so. Sieht doch viel schicker aus, oder? Gut, und dann? Müsste man mal gucken, wie man das macht hier. Warte, machen wir wieder einfache Straße mit Bäumen. Das ist schon richtig so. Und die würde ja dann sozusagen hier anfangen. Und die soll bis hier hinten gehen wieder. Okay, der Park ist da ein bisschen weiter. Ne, das wäre aber schon soweit so gut, oder? Ne, da wollen wir auf gar keinen Fall eine Kreuzung basteln. Aber hier wäre schon okay, ne? So, dann geht die Straße nach da. Oder auch nicht. Oder doch? Ne, ich glaube, wir machen das dann so, dass wir hier in der Mitte eine rübersetzen noch da. Genau, das machen wir. Die schließen wir definitiv nach da hinten an. Das machen wir auch. Und dann gibt es von hier noch eine Straße so rüber. Warte, wir machen das umgekehrt. Wir fangen hier an. Und machen die bis hierhin. Und dann bis dahin. So. Und hier machen wir das Ganze nochmal. Und hier bis da. Und bis da. Passt. Noch mehr Wohnraum geschaffen. Und hier kann man natürlich die Straße dann nachher so noch fortsetzen, nach da. Okay, lassen wir so. Wasser, 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 Wasser. Wasser gibt's hier noch nicht. Zack, Wasser gibt's jetzt auch. Und dann wollen wir. Ach so, die haben jetzt schon genug Wohnraum. Dann brauchen wir wieder Industrie, ne? Die könnte man hier noch ein bisschen hinsetzen. Dann haben die auch was. Der Kommerz möchte ein ganz klein bisschen auch haben. Können wir eigentlich hier im Industriegebiet was machen, oder? Dann ist das voll. Weiß ich nicht, was wir da machen. So, dann gibt es da auch Flächen, wird tatsächlich schon gebaut. Und wir haben 37.000 und wie viel brauchen wir eigentlich für so ein schickes Dingensdepot hier? 30.000. Könnten wir also ein Busdepot bauen. Und dann die Leute hin und her bringen, ne?
würde ich jetzt hier irgendwo hinbauen wollen. So, oder? Wir haben keinen Strom, sehe ich gerade. Machen wir das Busdepot dahin erstmal gerade. Und dann kümmern wir uns gerade noch um Windrad. Dass wir hier irgendwo mit hinstellen können. Zack. Und dann ist die Kohle alle. Wird das hier weniger? Ja, da blubbt was weg. Das Windrad hat es ein bisschen gebracht, oder? Nur ob es alles weggeht, ist die nächste Frage. Allerdings können wir uns gleich schon das nächste finanzieren. Wo war der Windpark? Hier. Zack, noch eins dahin. So, dann haben wir bestimmt genug Strom erstmal. Sollte auf jeden Fall jetzt hier noch was wegblubbern. Wie mehr nicht. Das ist nicht gut, wenn da nicht alle weggehen. Vielleicht hätten wir besser ein bisschen gespart und hier dieses genommen, ne? Für 12.000. Das macht 8 Megawatt. Und das macht 20 Megawatt, ne? Strom. Budget erhöhen wir gerade. Strombudget. Haben wir gerade auf 110. Gucken, was das wirkt. Ja, 10% mehr, alles ist gut. Haben wir das alles? Müssen wir nur dran denken, dass wir es nachher vielleicht runterschrauben. So, das ist ja erstmal soweit so gut. Wieder Geld sparen müssen wir jetzt. Es wollen schon wieder Anwohner kommen, okay. Die wir dann hier irgendwo hinsetzen können. So, da nicht. Da aber. Und da geht auch. Die sollten dann Strom und sowas haben. Ich schätze mal, wenn wir so da noch eine Siedlung machen, ist das auch nicht verkehrt, oder? Aber erstmal die zwei kleinen Flächen noch dazu. Weil der Balken geht ja jetzt auch schon wieder runter und der andere geht hoch. So, die haben auch genug. Ja, aber Industriegebiet müssen wir dann mit neuer Straße demnächst anfangen. Und das machen wir schnell weg. Ah ne, wir können hier noch eine Straße durchziehen, dann kann das auch da bleiben. Dann machen wir hier die Kreuzung auf jeden Fall nach da weiter, um das Gebiet dort zu vergrößern. Was haben wir denn hier gegenüber für eine Straße? Zweispurig. Also so eine. Stehen immer die Geschwindigkeiten dran, aber es ist nur mit 40. Die sind schneller, oder was? 50, super. 60 und die? 100, toll. Das ist so richtig einamerikanisiert wahrscheinlich oder sowas, ne? Oder? Weiß ich nicht. Okay. Würde ich jetzt aber hier definitiv schon mal so eine Straße reinbauen wollen. Aber es ist jetzt wirklich zu überlegen, ob wir... Das ist ja nur eine Stichstraße, aber dieses muss ja noch erschlossen werden. Da wäre schon zu überlegen, eine größere zu nehmen, oder? Bus und Taxi. Nee. Nee, diese wird es sein.
So. Ist erstmal gut, oder? So. Da ist eine Anhöhe, ne? Deswegen geht das nicht, oder? Kann das sein? Ich denke schon, dass wir die so hochziehen werden. Wieso geht das nicht größer? Geld alle? Geld alle, das ist unser Problem. Okay, dann lass die Straße erstmal so, wie sie ist. Das passt schon so. Und hier soll sie nachher runter und noch daher. Und hier rüber dann. Machen wir so. Okay, Geld ist das Problem. Ich dachte, die wäre jetzt wegen Bergigkeit oder sowas, aber ist es gar nicht. Alles klar. Passt aber schon. Wassertechnisch ist es wie erschlossen. Schon komplett. Wunderbar. Das bedeutet, wir können da Industrie pflanzen. Ist aber gerade nicht so sehr verlangt, aber wir können das da ja mal machen. Und dann machen wir da noch ein Industriegebiet, ein Kaufgeschäft dahin und fertig. Gut, dann haben wir das auch erst. Ja. Da mal so ein bisschen so, ne, in die Walachei. Hier ist ja Stichstraßen machen für Dingens, sag schon, Erze und so. Die können wir mal gerade angucken. Wo sind sie? Da sind sie. Was haben wir hier? Erz. Wald, nicht Erze. Hier ist Waldgebiet, da müssen Waldbauern hin. Und sonst haben wir ja noch nichts, ne? Nein. Allgemeine Industrie da oben. Hier ist das Landwirtschaft, oder? Nee, Landwirtschaft ist da drüben. Okay, da müssen wir mal gucken. Können wir eigentlich schon weiter? Nee, das ist falsch, das... Ja, wir können, glaube ich, schon Kacheln nutzen. Jetzt ist die Frage, welche von den drei Kacheln wäre interessant, ne? Hier reicht's nicht, glaube ich, darüber, oder? Kommen wir da über den Fluss und in das Ding ins Agrar rein? Ja, eine ganz kleine Ecke hier. Und in dieser Richtung daneben wäre alles Wald. Und hier unten... Weiß ich nicht, wie weit wir da schon in das Erzgebiet reinkommen. Ah, könnte sogar schon gehen hier, ne, oder? Ja, minimal geht's. Ja, unten rechts ist dann schon das Eisenvorkommen, Erzvorkommen. Gut, dann würde ich aber sagen, lassen wir das erstmal so stehen, wie es jetzt ist. Wir sind weiter auf Expansionskurs, brauchen natürlich, wie wir gerade schon wieder sehen, noch mehr Wohngebiete. Allerdings müssen wir da auch dran denken, dass wir Strom für die Leute dann brauchen. Das war ja jetzt so ein bisschen knapp schon. Und naja, da müssen wir dran arbeiten noch. Aber hier, nee, da wollen wir nicht. Da wollen wir noch was machen. Das können wir machen und... Ja, weiß ich auch noch nicht.
Ja, das können wir hier eigentlich auch so machen, ne? Die wohnen da schon alle, ne? Mach das noch so. Dann haben wir erstmal Wohnraum geschaffen. Und nächstes Mal sind wir schon wieder mit Strom wahrscheinlich dran, ne? Oder wir sind nicht nächstes Mal, wir sind jetzt schon mit Strom vielleicht dran, ne? Wo ist der Wind? Auf dem Wasser. Warte mal, gibt es denn hier noch ein Gebiet, wo Wind auf dem Wasser mehr wäre? Nee, nicht wirklich, ne? Also das ist hier schon das beste Gebiet dafür, ne? Aber wird doch, da wird's grün. Zack, nochmal ein paar Megawatt dahin. Wie Platz? 20 Ausgangsleistung, 20 mehr Windgeschwindigkeit, 9. Ist das jetzt volle Leistung oder 19 Megawatt? Und da sind es 21 Megawatt. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Wir haben erstmal Strom wieder. Das sehen wir ja auch, wenn hier, ne? Genau so ist es. Läuft. Gut, dann sind wir da erstmal soweit durch, müssen dann gucken, wie wir weiterkommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und dann haben wir noch Kommentare, da schreibt rein, dass ich hier zum Beispiel noch die Wasserverbindung nicht vergessen soll und sowas. Und teilt das Video auf anderen Plattformen, dann kriegen andere mit, das ist hier ein Let's Play mit City Skylines gibt. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.